Hallihallo, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Und ich muss gestehen, die Hasen sind dann doch los. Ich war heute Morgen im Großmarkt und ich habe diese zwei tollen Kameraden entdeckt und ich konnte nicht widerstehen. Aber was ich dazu mache und wie ich die besonders dekoriere, das zeige ich euch gleich im Video. Das sind nämlich so richtig schöne, massive Hasen aus Mangoholz. Ja, ich mag ja so Natur, ich mag es nicht so, kein Glitzer, nicht so kitschig, sondern das ist immer so was richtig Schönes. Und die Deko für diese hübschen Kameraden, die zeige ich euch jetzt gleich. Bleibt mal dran! Ja, also ich bin ja ein Fan von gewickelten Kränzen und gewickelten Arbeiten. Und Basis dazu ist natürlich, man braucht auch immer Draht. Und ich fand es eigentlich schön, wenn diese Hasen, die sind ja jetzt in diesem, also aus diesem Mangoholz, in diesem dunklen Holz. Und wenn diese Hasen auch was Helles dabei bekommen, ich setze mal einen hier so an den Rand, da sieht man nur die Ohren, aber ist auch okay. Ja, das ist ein kleinerer und ein größerer. Und die brauchen auch so ein bisschen was Helles und Natur. Und da ist mir natürlich was ganz Tolles wieder begegnet. So, ich lasse den jetzt mal während dem Video hier sitzen. Dann kann der mal zugucken, was wir für ein schönes Zuhause für den machen. Da habe ich dann natürlich nochmal Wachteleier. Da ist so ein schönes Päckchen mit Naturwachteleiern. Und dann dachte ich, ist auch noch hübsch, wenn wir ein paar Federn haben. Und dann habe ich so Federn, die haben, mal gucken, ob man das im Video sieht. Nein, das muss ich gleich mal aufmachen. Die haben so schöne bräunliche Schattierungen. Und da muss ich gleich mal so ein Schächtelchen öffnen. Und die muss ich mal richtig in der Kamera zeigen, im Detail. Weil das kann man durch den Kunststoff überhaupt nicht so richtig erfassen. Ja, das sind also mal keine Perlhuhnfedern, die ich auch ganz toll finde, die gepunkteten, sondern das sind jetzt, Moment, die schönsten Kameraden, die wollte ich euch natürlich zeigen. Und dazu muss ich sie erstmal hier aus dem Plastik befreien. So, und hier sieht man also diese schönen Schattierungen in diesen Brauntönen. Ja, und Brauntöne, also davon lebt auch meine heutige Arbeit. Weil es ist tatsächlich in ganz vielen verschiedenen Brauntönen. Also die Federn kommen nachher auch noch ins Spiel. Dann habe ich, also es hat wieder fürchterlich gewindet. Das ist echt der Hammer. Es ist total mild, aber es hat fürchterlich gewindet. Und hier ist eine riesen Birke im Hof. Und ich war natürlich unterwegs und habe gedacht, Birke und Reisig, super. Bevor es in der Biotonne landet, schnell aufsammeln, dass die Nachbarn nicht schneller sind. Und weil ich ja was Helleres auch dazu haben wollte, zu meinem Hasen, habe ich hier diese schöne, senfgelbe, lange Weide. Das ist so eine Trauerweide. Und jetzt ist also die Zeit, wo man diese Trauerweide schneiden muss, weil wenn die dann ausschlägt und Blätter bekommt, dann ist es zu spät. Und also jetzt ran an den Speck. Und es gibt also auch ganz viele Gärtner, die schneiden da jetzt Riesenzweige raus, wie das auch bei mir in dem Fall jetzt war. Und ich kam gerade vom Einkaufen, ja, war gerade im Supermarkt und habe gedacht, okay, ich fahre jetzt gleich heim. Und dann sah ich, wie diese Weide geschnitten wurde und habe mich dann natürlich schnell dazu gesellt. Wisst ihr was, es hat die Tage so viel geregnet und es war so schlammig. Meine Schuhe sahen aus, meine Jacke war dreckig, meine Jeans war dreckig. Aber egal, ich habe diese Weide bekommen, ich war total glücklich und ich habe gedacht, super, mega, weil ich wollte die so gern in das Video mit reinbringen. Und draußen ist also noch viel mehr und es musste sich ja auch lohnen, dass ich meine Schuhe extra sauber mache.
So, also ich nehme die Weide, nehme hier so ein schönes großes Bündel. Ja, ich liebe auch diese Bündel. Und es hat auch schon jemand gefragt, in den Kommentaren hat mich jemand gefragt nach so einem gewickelten Kranz. Und da habe ich dann geschrieben, sorry, ich habe noch nicht die Materialien dazu. Jetzt habe ich sie, weil da wusste ich nämlich noch nicht, dass ich die Weide sehe. Jetzt habe ich sie und ich muss sagen, jetzt wäre ich dann auch in der Lage, so einen schönen gewickelten Kranz auch zu versenden. Und ja, die Birke, die lege ich natürlich auch hier Stiel an Stiel, also sprich immer der Stiel und unten das kleine Reisig, ja. Und da muss ich jetzt mal ein bisschen noch, ich muss mal ein bisschen sortieren und mache einfach einen Schnelldurchlauf für euch, weil das ist nämlich zu langweilig. Und dann geht's gleich weiter im Video. So, also ich habe jetzt hier in der Hand ein Bündel Weide, nein, ein Bündel Birke und ein Bündel Weide. Sorry, falsche Bezeichnung. Okay, und dann gehe ich jetzt, also meine Vorgehensweise, dass ich da jetzt also ein schönes Kränzchen daraus wickel. Zum einen befreie ich es mal von meinem Tisch und ja, theoretisch, ich bin jetzt leider alleine und manche sagen so, Herr Margit, du musst auch die Kamera dann näher ranlassen. So, ich nehme, genau, ich versuche es einfach so zu zeigen. Ich nehme die Weide und verwickel die mit der Birke. Und also eigentlich hätte ich ja noch gern Heidelbeere drin. Heidelbeere würde jetzt noch mal so schön grün und so einen frischen Kick machen. Und ich, da ich das jetzt schon öfter gemacht habe, mache ich einfach noch Heidelbeere mit rein. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt machen, weil das ist jetzt natürlich die Profi-Variante. Aber ich finde es auch schön, wenn da noch eine Farbe erscheint. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja. Und also was ich immer mache, ist, ich habe auch keine fünf Hände. Was ich tatsächlich mache immer bei meinen Wickeleien, was ich liebe, ist, ich nehme einfach das Ganze zwischen die Knie und kann dann wunderbar wickeln. Ich muss dabei beachten, dass die Stränge, dass die Bündel, also das Bündel Birke und das Bündel Weide und so, dass die getrennt voneinander bleiben. Weil wenn ich das jetzt alles miteinander verwickel, dann ist es nicht so schön von den Farben her. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, guckt mal hier. Das sind jetzt also wirklich die Farben getrennt. So, also jetzt zeige ich das Ganze mal. Jetzt habe ich hier also so ein schönes langes Stück, ja, immer die Materialien miteinander verwickelt. Und jetzt komme ich so langsam auch in den Genuss, dass das Ganze ein Kranz wird. Und Gott sei Dank gibt es den Draht. Im Moment habe ich noch kein Millimeter Draht verwendet. Gott sei Dank gibt es auch noch den Draht. Weil mit dem kann ich jetzt natürlich noch ganz toll feintunen. Ach ja, das ist jetzt aber trotzdem schon mal schön. So, jetzt muss mein Hasi mal Platz machen. Das ist jetzt aber schon schön, weil man sieht jetzt eigentlich schon so die verschiedenen Farbgruppen in dem Kranz. Aber das Feintuning, dazu brauche ich jetzt tatsächlich noch Draht. Und ich kann ja auch noch gewisse Materialien nachwickeln, beziehungsweise von der Heidelbeere, die ist relativ kurz, und von der Heidelbeere kann ich dann auch Material in den Kranz reinlegen und kann das noch drüber wickeln. Das mache ich auch. So, das Ganze hat jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, naja, wenn ich so einen Kranz wickel, 5 bis 10 Minuten wickle ich etwa daran. Und hier sieht man jetzt auch, dass der wirklich so verschiedene, hier ist so eine Partie grün, hier ist die Weide, hier ist die Birke, also dass der wirklich so die verschiedenen Farbgruppen immer hat. Und das finde ich also eigentlich sehr, sehr, sehr schön. So, ich gucke mal, ob ich jetzt die Kamera mal kurz umhängen kann, weil ich finde, wenn ich jetzt ein bisschen Detailarbeit mache, dann seht ihr den Tisch zu wenig.
Und ich gebe euch jetzt mal mehr Detailansicht auf meinen Kranz gleich. Da kommen jetzt nämlich noch die Federn dazu. So, also jetzt bin ich hier im Arbeitsbereich. Ich habe die Kamera umgehängt. Ich glaube, mich kennt ihr. Und ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt einfach die Nahansicht mal davon, wie ich das jetzt dekoriere. Ich habe jetzt so ein kleines graues Tablett genommen und dachte, der Kranz wird eigentlich hier sehr schön reinpassen. Und ich finde es auch immer ganz schön, wenn die Hasen so, ja, so ein bisschen versunken, und man kann auch ruhig beide reinstellen, weil das ist dann so als Grüppchen. Und den Kranz, zuerst hatte ich natürlich noch überlegt, ob ich vielleicht dazu noch einen Efeu reinmache. Kann man ja auch machen, dann ist es sehr mit einem Hasen, mit dem Efeu, dann ist es natürlich auch sehr, sehr, ja, so hell, so ein schönes Grün. Und die Federn, oh, sorry, Hase umgefallen, die Federn, die muss ich eigentlich gar nicht kleben, ja, wir haben ja immer so mit Heißkleber, kann man ja so tolle Sachen machen, aber ich kann theoretisch die Federn einfach nehmen und kann die in den Kranz, ich hole mal so ein paar raus, ja, von diesen schönen Naturfedern, und die Federn kann ich eigentlich in den Kranz auch nur reinstecken. Hat ja auch den Vorteil, ich meine, die drehen sich ja auch so schön und haben ja diese tolle Maserung, hat auch den Vorteil, ich kann die dann nach Ostern rausnehmen und kann sie nächstes Jahr einfach wieder in denselben Kranz reinstecken. Also es muss nicht immer alles neu verwendet werden und es muss auch nicht immer was neu gekauft werden. Es ist auch super, wenn man einfach das Bestehende wieder verwendet. Und ja, wir können ja die zwei Hasilines zusammenlassen. Ja, und wenn man das Bestehende wiederverwendet und auseinanderbaut, dann ist es ja auch ganz toll. Und ja, und diese Naturfedern, die geben jetzt dem Kranz auch nochmal so ein bisschen Pep. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch über Wachteleier nachgedacht. War auch noch so eine Überlegung von mir, ob man ein paar Wachteleier noch hier dazwischen macht. Optional, aber manchmal ist ja auch weniger mehr. Deswegen bin ich so ehrlich gesagt am Überlegen, ob wir das überhaupt brauchen oder ob wir das nicht sogar lassen. Aber so ein paar Eichen dazulegen wäre eigentlich schon schön, vor allem wenn das diese Naturfarbe ist. Dann ist es eigentlich, oh, zack, ist es unten, dann ist es eigentlich eine sehr schöne Sache. Und der Efeu, da würde ich natürlich den Topf mit dem Holztablett auf jeden Fall mit Folie umwickeln. Ja, eine Folie nehmen, kleinen Haushaltsgummi und einpacken, dann ist das Tablett geschützt, weil ansonsten ist das Holztablett natürlich relativ schnell kaputt. Und ich würde sagen, eigentlich ist diese kleine Deko, ich muss mal hier das Schächtelchen weglegen, diese kleine Hasendeko, die ist doch jetzt eigentlich relativ schnell fertig und ist so natürlich und so süß gemacht. Mehr würde ich tatsächlich nicht tun. Ich würde es so lassen. Und ich finde auch die Efeu-Ranke ganz süß. Man kann die ja auch, um die Kranzform noch zu betonen, kann man ja die Efeu-Ranke nochmal hier ein bisschen mitlaufen lassen. Aber weniger ist ja oft mehr. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache. Ich nehme jetzt die Kamera auch nochmal in die Hand. Ich zeige euch nochmal diesen schönen Kranz, der mit dem goldenen Draht abgewickelt ist und mit den feinen, flauschigen, kleinen Federn, die da einfach so reinspielen. Ich finde es echt süß, und gerade mit diesem Naturtablett ist das eine richtig schöne Sache. Und hier sieht man auch, was ich meinte mit den Gruppen. Da gibt es also wirklich hier mal Birke, Heidelbeere und dann die Weide. Ja, hier sieht man so sehr schön die Weide, so dass die Materialien schön getrennt in dem Kranz zur Wirkung kommen. Ja, diesen Kranz kann ich natürlich auch versenden. Und zum Thema des ganzen Arrangements, also die Hasen, die sind aus Mangoholz, die würde ich das Pärchen für 20 Euro versenden. Also beide zusammen. Ich hole mal den Zollstock, dann sage ich euch mal, wie hoch die sind. Moment. So, der kleine Hase, der ist 20 cm hoch und der große Hase ist, naja, 25. Dann habe ich noch diese schönen Naturfedern, das ganze Päckchen, ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind. Ach, das sind 3 Gramm. Federn sind tatsächlich 1 Gramm. Dieses ganze Päckchen, aber das ist auch nur so lange Vorrat reicht, mit diesen schönen Farben für 5 Euro das Päckchen. Das ist auch jetzt echt ein Special Offer an euch. Und der Kranz,
Der ist für 15 Euro. Und dann gibt es auch noch dazu ein Päckchen Wachteleier. Moment. Und das wäre für 9,50 Euro. Genau, das sind jetzt so die Sachen, die ich euch anbieten kann. Plus Porto. Und dann könnt ihr auch hier so einen schönen Traum mit diesen kleinen Mangoholzhasen für euch ja, zu Hause gestalten. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Inspiration für eine natürliche Osterdeko und die ja ohne Plastik und wo ganz viel Natur und Heidelbeere, Weide, Birke, also wo wirklich Zweige drin sind, weil das ist doch eigentlich Ostern. Und ich freue mich auf eure Kommentare, euer Feedback und sage einfach bis ganz bald, bis zum nächsten Video. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss! Tschüss, Hasi!